Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia 1, dem HD Remaster. Wir sind immer noch hier in Fenas Hütte und die Kleine Sue schläft noch, schaut mal da drüben. Und wir schauen jetzt, wo die gute Fena ist. Willkommen zurück, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Was für ein wunderschöner Morgen. Guten Morgen, Justin. Gut geschlafen? Was? Oh, verstehe. Hey, Justin, weißt du, wo der Wind herkommt? Der Wind kommt aus den Bergen. Er trägt das Zwitschern der Vögel und den Duft des Waldes bis zu uns. Ich habe gestern lange über den Wind nachgedacht. Was sieht der Wind? Wenn wir fliegen könnten wie der Wind, würdest du dann dasselbe sehen wie ich? Alles gut bei dir, Fena? Ich liebe den Wind. Ich hatte ganz vergessen, wie er sich anfühlt. Danke für die Erinnerung. Komm, Justin, wir gehen dahin, wo der Wind beginnt. Oh ja, Fena, wann geht es los? Ich würde sagen, genau jetzt. Ich möchte keine weitere Sekunde auf dieses Gefühl verzichten. Ja, Leute, ich kann das übrigens nicht steuern, das ist alles inszeniert. Kaseo Tachinö. Oh, jetzt geht es anscheinend richtig weiter hier. Gut, Marlin, hast du das letzte Stück gefunden? Bedauerlicherweise noch nicht. Dann können wir die Operation Yggdrasil nicht fortsetzen. Finde es, und zwar schnell. Wir führen nun im Wald in der Nähe der Domruinen einen Plan aus. Gelingt er, bringt uns das weiter. Ja, vielleicht erreichen wir etwas. Ich hoffe auf gute Nachrichten. Oh Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Brechen wir auf zu den Domruinen. Haben alle alles? Wir müssen die wir müssen die Rangelberge südlich von Neuparm überqueren. Dort in einer Wüstengegend liegen die Domruinen. Dann auf zu den Domruinen. Okay, jetzt haben wir also neue Gebiete. Oh Leute, das war ja gerade richtig deep hier. Übrigens, ich habe übrigens nicht nochmal gespielt. Bloß, dass ihr es wisst, ich glaube, das spielt keine so große Rolle mit den Erfahrungspunkten. Aber vielleicht, wenn es das doch tut und ihr mir das jetzt in die Kommentare schreibt, ist es leider schon zu spät. Okay, gut. Können wir uns noch verabschieden von der Schildkröte? Vielleicht? Ja, okay. Der hat ja wahrscheinlich auch genug zu fressen. Okay, wahrscheinlich können wir jetzt eine andere Straße auswählen. Nein? Ah doch, Rangelgebirge. Okay. Jetzt haben wir Fena auch dabei. Quasi als festes Mitglied. Okay, also erstmal wieder zurechtfinden. Okay, sie wollen, dass wir da lang gehen. Er da lang gehen. Oh, sehr schön. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Okay, man sieht gar nichts. Okay, wir können nach rechts, nach links und ein bisschen nach oben. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Das sah am sackhassigsten aus. Wenn es so ein Wort gibt. Und natürlich ist es das nicht. Okay, Vögel. Vögel sind immer schlecht, weil sie sehr schnell sind. Oh. Kann ich? Das sieht so verdächtig aus. Uah. Okay. Und wieder im ersten Kampf. Hinterhalt. Oh, super. Und, oh mein Gott. Was ist das denn? Okay, ich sehe Schlangen und eine Art Wurm oder so? Oh nein. Okay, wie viele schlafen? Zwei. Nur Sue ist noch wach. Okay. Giftspein. Wow. Jetzt. Wow, Leute. Leute, jetzt. Leute, ihr seht, das ist Qualitätscontent hier. Wir sind schon wieder halb tot. Wow, jetzt beruhigt euch mal hier. Leute. Leute, ich sehe schon, ich muss gleich neu starten hier. Wow. Und ich habe gerade gesagt, die Vögel sind gefährlich. Okay. So, jetzt chillen wir alle mal ein bisschen, ja. So. Erstmal heilen, ja. Wow. Oh, Leute, das geht ja mega ab hier. Gleich in der ersten Episode. So. Jetzt teilen wir mal aus. Fena. Komm, was können wir denn machen?
Peitsche, Brenner. Wir können die Lehmpeitsche mal ausprobieren. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Ah, nein, leider nicht. Ja, komm, Leute, wir teilen mal ein bisschen aus. Macht noch irgendwer etwas sehr Böses? Ich mache auch mal hier. Vielleicht ist ja Justin schneller. Ah, ja. Justin hat es geschafft. Okay, ich hoffe, die Lähmungspeitsche trifft jetzt genau. Oh, das sieht ja auch cool aus. Okay, und sie funktioniert auch. Boah, Leute, wir haben jetzt erstmal richtig abbekommen hier. Wow. Besonders, weil das Gift auch sofort Schaden macht. Das ist natürlich sehr ungünstig für uns. So, du kriegst jetzt gleich erstmal... So, Fena. Du machst mal diese Kobra jetzt endlich fertig. So. Okay, Sue ist fast tot. Aber jetzt sind es nicht mehr so viele. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Übrigens, ich habe eure Kommentare gelesen. Danke. Ich habe wieder viel dazu gelernt. Seit dem letzten Mal. Aber genau. Okay. So, noch ein Axtlevel. Sehr schön. Seht ihr, und wir kriegen nicht mal so viel Gold im Vergleich. Okay, jetzt erstmal Heilung ohne Ende raushauen. Heilen. Genau. Justin sieht noch gar nicht so schlecht aus. Sue können wir sogar zweimal, theoretisch. Wir haben auch ganz wenig MP, sehe ich gerade. Fena hat schon 12, aber Sue hat erst 8. Okay. So, jetzt leben wir wieder. Sind wir noch vergiftet? Ja. Okay, Gegenstand. Haben wir denn überhaupt was dabei? Gegengift. Einmal zumindest. Warte mal, für Fena. Und für Justin brauchen wir auch noch eins. Hier haben wir gar nichts. Ginseng und Gegengift. Okay. Okay. ja. Also wir sind quasi alle noch mit Gift infiziert. Nein, 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 nein. Ich möchte... Ah, ach, deswegen geht das nicht, Leute. Das ist, man kann nicht mit einem normalen, mit einem Analogstick funktioniert das, aber nicht mit dem, mit diesem alten Stick. Okay, habe ich das jetzt schon genommen? Ich hab's Oh, Leute. Ich hab's einfach mal weggeworfen. Naja, schön. Dann bleiben wir jetzt bei vergiftet. Okay. Oh, Leute, wirklich, let's playen und gleichzeitig noch irgendwas Sinnvolles erzählen. Nein, 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 jetzt mal ganz ruhig hier. Jetzt bleiben wir mal alle ganz, ganz entspannt. So, ich möchte nämlich da oben hin, hier hin. So, und da sieht man aber auch, wir müssten mal wieder trainieren, obwohl die Kämpfe bisher ja sehr gut gelaufen sind, muss man sagen. Und ich denke auch, wenn man sie jetzt aktiv angreift, dann müssten unsere Chancen natürlich genau... Mit unserer Initiative... Ach, das sind Motten oder so? Wartet mal, was sind das? Nee, sind Vögel. Kommen Vögel. Okay. Machen wir doch mal kritisch. Leider kann ich das Gift, wie gesagt, noch nicht heilen. Okay, die... Wow, die können ganz schön einstecken. Okay, aber... Okay. Oh, wir kriegen sogar Schönes. Bin ich ja mal gespannt. Ah ja, Vögel, ich hasse sie. Wow, bringen uns sogar ins Taumeln. Die Animationen sind so süß, ey. Leute, da sieht man wirklich so, auf sowas wird heutzutage wirklich so, so wenig Wert gelegt oder kaum noch Wert gelegt. Das ist sehr schade. Vertrauen. Leute, wir haben Vertrauen bekommen. Nach diesem sehr schlechten Auftakt. Oh, hallo. Ich würde da aber gerne mal gucken, ehrlich gesagt. Okay, wir sehen immer noch nichts. Okay, aber wahrscheinlich sind wir jetzt einfach nur nach oben gegangen. Ich habe auch gedacht, wir können hier vielleicht was verschieben. Hier sind noch Schlangen. Die da irgendwie hinter diesen Stein hocken. Hm. Oh, hallo! Mana-Ei. Nicht wegwerfen, bitte. Das wäre doch sehr, sehr schade. Okay, wir gehen aber auch eh in die falsche Richtung. Aber wahrscheinlich... Oh, oder auch nicht. Östliche Rangelberge. Darauf habe ich gehofft. Diese Gegend ist ziemlich sicher. Ich denke, wir sollten für die Nacht unsere Zelte hier aufschlagen. Sehr gute Idee. Genau, oh, Leute, dafür ist Grandia ja bekannt, ja? Seine Lagerfeuergespräche. Okay, fangen wir mal mit Sue an. Alles in Ordnung, Sue? Es war ein langer Marschtag. Du bist sicher müde. Ich bin kein bisschen müde. Wir sind doch Abenteurer, oder? Für uns ist das ein Klacks. Oh gut, da bin ich beruhigt. Darf ich fragen, wie euer Leben zu Hause in Palm aussah? Justin war ein richtiger Störenfried. Daran hat sich nichts geändert. Fena, wie warst du als Kind? Ich habe eine große Schwester. Sie hat immer auf mich aufgepasst. Vor 2 Jahren ist sie weggegangen. Sie wollte der Armee beitreten. Aha, die haben wir auch schon gesehen. Seltsam.
Damals auf dem Dampfschiff wäre mir nie die Idee gekommen, dass wir eines Tages mal zusammen zelten würden. Ha, könnte daran liegen, dass du mir zuerst nicht viel zugetraut hast. Ja, das war ja nur, weil du eigentlich noch ein Kind bist. Sie kannte dich ja nicht. Oh, das will er bestimmt hören. Inzwischen weiß ich, dass auf Justin Verlass ist. Er hat schon so viel geleistet. Ja, aber hallo. Soll das heißen, deine Schwester ist bei den Garlei-Streitkräften? Wir haben bei den Zaltruinen mehrere Soldatinnen gesehen. Vielleicht war deine Schwester dabei. Quatsch, Sue. Die waren doch alle drei hässlich und gemein. Fenas Schwester war da garantiert nicht dabei. Stimmt, die waren fies drauf. Aber die neben der Blonden, die war eher still. Und hübsch war sie auch. Hm, stimmt. Neben der Blonden? Hey Justin, suchen wir in den Domruinen nach den Angelo-Artefakten? Das haben wir doch schon besprochen. Wir wollen nach Alend. Die Domruinen sind nur eine Zwischenstation. Alend? Noch nie gehört. Alend könnte die Hauptstadt des Angelo-Reiches gewesen sein. Garantiert ist Alend wunderschön. Ja, wir haben ja schon ein bisschen mehr Infos als die gute Fena. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass es deiner Schwester gut geht. Ja, danke fürs Nachfragen, Sue. Aber Justin, hinter den Domruinen liegt der Nebelwald. Und hinter dem Wald kommt das Ende der Welt. Und wo ist dann Alend? Das finden wir nur im Dom heraus. Vielleicht auch erst am Ende der Welt. Aber Justin, aus dem Nebelwald ist niemand hier zurückgekehrt. Und hast du gerade erst am Ende der Welt, erst am Ende der Welt ist auch schön. Fena, du musst mir glauben, für Abenteurer ist nichts unmöglich. Wir können es schaffen. Justin, deine Worte inspirieren mich. Du hast recht, wir können es schaffen. Ja, ein bisschen Vorsicht wäre nicht schlecht. Genau. Okay, haben wir schon? Der Nebelwald und das Ende der Welt sind beide nicht weit von hier. Ein Katzensprung, gar kein Problem. Erst erkunden wir die Domruinen, dann geht es weiter nach Alend. Ja, also ihr seht, Leute, das ist, damals wurden die Sachen immer wiederholt, damit man es auch nicht verpasst. Okay, dann schlafen wir jetzt aber mal. Und ich hoffe, jetzt ist unser Gift auch geheilt. Hm, ich habe super geschlafen. Hm, ja, die Luft ist frisch und kühl. Und wo ist Fena? Guten Morgen, ihr zwei. Was für ein wunderschöner Tag. Oh, Fena, du bist immer schon früh auf. Wow, guck mal den Ausblick. Ha, ja, natürlich. Ihr hingegen müsst noch einiges lernen, ehe ihr richtige Abenteurer seid. Ha, sehr witzig, Fena. So warst du schon immer. Schon als du damals das Deck geschrubbt hast. Ha, hey Justin, ich glaube, heute ist das Glück auf unserer Seite. Die Luft ist ganz klar. Man kann weiter sehen als sonst. Guck, da liegt der Nebelwald. Dort ist das Ende der Welt. Wow. Wow, der Wald ist ja endlos. Gehört das alles zum Nebelwald? Fena, ich sehe zwar den Nebelwald, aber wo ist das Ende der Welt? Guck nach oben, Justin, da, am Horizont. Okay, ist das eine Stadt? Oh, wow! Ist diese riesige Mauer das Ende der Welt? Ja, das ist das Ende der Welt. Glaubst du es mir jetzt? Hm, weiß nicht. Ich muss näher ran. Das muss ich selbst sehen. Ich bin ja so aufgeregt. Irgendwo in diesem Wald liegt Alend. Hey Justin, außer dir kenne ich niemanden, der so in Wallung gerät, wenn er nur in die Landschaft guckt. Lasst uns gehen. Auf der anderen Seite der Rangegebirge liegen die Domruinen. Aufbruch! Ziel Nummer 1, die Domruinen. Okay, wir haben das jetzt ungefähr 30 Millionen Mal wiederholt, dass wir das auch alle verstanden haben. So, kann ich mich heilen? Ja, oh, super. Leute, seht ihr, selbst für schlecht vorbereitete... hallo? Leute, das ist schon wieder... Genau, ich muss... Okay, immer schön langsam. Genau, so. Okay, genau. Ich würde aber eigentlich, muss ich sagen... Oh, was ist hier? Okay, Luftblasen. Ja, ich hab's verstanden, Luftblasen. Okay. Ich würde eigentlich gerne nochmal kurz zurückgehen, ehrlich gesagt. Und nochmal schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Vielleicht liegen hier noch irgendwelche Schätze. Vielleicht haben wir irgendwas noch nicht eingesammelt. Okay, hier gab es zwei Richtungen. Ah, schaut mal, hier ist ein Brot. Wenn das ein Brot ist. Aktsamen. Okay. Es sind Aktsamen, keine Brot. Wow, die sind aber ganz schön fix. Die guten Schlangen, auch schon am Morgen. Okay, hier waren wir schon, genau. Ah, schaut mal, was liegt denn da? Oh, Leute. Okay, kommen jetzt alle zusammen? Nein, nur die Speikobra. Okay. Diesmal sind wir aber zumindest nicht im Nachteil. Und wir sollen ja schön weiter üben. So, wer ist denn zuerst dran von euch? Okay, wird immer automatisch der ausgewählt. Oh, Leute, das letzte Mal in dem Kampf. Ihr habt das jetzt ja bestimmt schon gesehen. Oh,
als ich diese Phönixfeder hier, dieses Aufstehen bei Justin benutzt habe, der gar nicht ohnmächtig war. Oh, Leute. Oh mein. Oh Mann. In Grund und Boden habe ich mich geschämt. Okay, aber ja, das ist jetzt leider so. Man kann das leider, das wird nicht automatisch ausgewählt, wie man das vielleicht von neuen Spielen kennt. Okay, gut, wir trainieren aber weiter. Hier. Wir müssen ja hier noch weiterkommen, auf jeden Fall. Okay. Gut. Mal gucken, was Feuer so macht. Genau, ich muss auch weiter Heilung üben. Aber ich denke, das ist kein... Wow, okay. Ich glaube, das ist kein großes Problem. Denn Heilung können wir auch außerhalb des Kampfes üben. Also ich denke zumindest, dass das auch zählt. Wenn das nicht zählen würde, wäre das ein bisschen strange. Okay. Ja, ich würde nämlich gerne noch einen Löffel mitnehmen, wenn möglich. Ha! Okay, jetzt habe ich schon mal die Wurfmedaille. Wurfmedaille, okay. Was auch immer das ist, wir können gleich mal gucken. Wahrscheinlich was zum Ausrüsten. Was haben wir hier? Stellt SP bei Angriffen wie... Und was haben wir jetzt? Ah, okay, Akt plus 2. Leute, wer macht denn bei uns die meisten Akte? Ich gebe das einfach mal ihm. Und ich würde sagen, wir geben der guten Fena vielleicht. Was macht das? Plus 2... okay. Plus 2 Angriff ist natürlich auch super. Zu, was hast du? Plus 1 Verteidigung, plus... Ja, komm. Komm, dann macht sie das. Und dann schauen wir uns das mal an. Okay, gucken wir mal. Okay. Ah, perfekt, Leute, dann sind wir hier. Okay. Nur noch mal gucken, ob hier auf der anderen Seite was ist. Das heißt, wir sind jetzt quasi wirklich einmal komplett herumgelaufen. Können wir euch noch entgehen? Ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, die sind auch noch identisch. Oh, Leute, das ist ja mega verwirrend. Okay, also Leute, wenn wir jetzt beim Westlichen rauskommen, dann würde ich sagen, ja, okay, dann lassen wir das. Okay, dann hoffe ich habe jetzt alles. Genau, und hier, da sind diese Blasen. Vielleicht können wir da noch irgendwas mitmachen. Hä, Leute, das ist doch nicht normal. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Hier ist doch jetzt irgendwas. Okay. Also wir sollen uns diesen Ort auf jeden Fall merken. Ah, Leute, wartet mal. Gerade kommt eine Erinnerung zurück. Wird da nicht irgendwas ausgespült oder so? Ah, Leute, das ist schon so lange her, als ich das gespielt habe. Das ist jetzt schon... Oh mein Gott, ich will gar nicht zählen. Ah, oh! Oh, hoffentlich gilt das jetzt nicht als Hinterhalt. Das wäre sehr... Okay. Komischer Vogel. Ja, in der Tat. Komischer Vogel. Aber wie wir so, was wir so gesehen haben, mit physischen Angriffen können wir da... Okay, verwillflügt. Das ist auch, Leute, das ist auch so eine Unart der alten RPGs, wo man Sachen immer abkürzen müsste. Ah, Verwirrungsflügel, okay. Okay. Oh, wo man Sachen abkürzen musste und dann kommen irgendwelche Sachen raus, die man überhaupt nicht mehr identifizieren kann. Oh, wir müssen jetzt auch den Kampf schnell beenden, sonst könnte die Fena auch uns schlagen. Das wäre sehr unschön. Und Leute, ich glaube, ich laufe gleich nochmal zurück und heile mich einfach nochmal. Okay, und Fena steigt auch bald auf. Guck mal, können wir hier vielleicht irgendwas? Ah, Leute, ich habe irgendwie so ein Gefühl, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich es mit Grandia 1 verwechsle. Kämpfen wir nochmal. Wie gesagt, ich hätte gern den Stufenaufstieg für Fena. So. Jetzt können wir mal ein bisschen Magie einsetzen. Heilen. Genau, heil doch mal die Fena. So, dann üben wir das gleich. Fena macht mal Feuer. So. Und Justin, du bretterst einfach bloß. Oh, oh. Okay, das ist natürlich dann echt gefährlich. Und heilen heilt ja wirklich nur. Okay. Und wir haben auch noch keine Immunitätsgeschichten oder so. Also wo wir jetzt irgendwie... Wow. Jetzt wie sie übertreiben, die komischen Vögel. Okay, aber physische Attacken sind immer noch relativ effektiv. Okay, also sie wollen auf jeden Fall Fena. Immer noch nicht tot. Wow. Ich muss auch unbedingt... wow. Aber man muss sagen, Sue haut ganz schön rein. Mit dieser Keule. Okay. So, 22 Erfahrungspunkte. Reichte das schon? Ich glaube, knapp nicht, oder? Ja, okay, noch 10. Wartet, ich will nochmal kurz zurückgehen und mich nochmal aufladen. Weil ich glaube, da gab es irgendeine coole Rüstung, glaube ich. Oh, Leute. Wirklich, das ist schon so lange her. Heilen.
Und wir können auch gleich mal speichern, würde ich sagen. Genau, speichern. Genau, perfekt. Okay, Leute, jetzt haben wir 2 oder 3 Mal gespeichert in der Episode, das tut mir leid. Aber Leute, wo wir gerade davon reden, in der Episode speichern, ich würde sagen, das war's für diese Episode heute. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen, danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.